Dieses Video von Schauspielerin Nora Tschirner geht am Wochenende viral. Da mache ich nicht mehr mit. Eine Reaktion auf einen Spiegelartikel rund um Dreharbeiten von Deutschlands erfolgreichsten Filmemacher und Schauspieler Til Schweiger. Der ist aktuell mit seinem Film Manta Manta, zweiter Teil, auf der großen Leinwand. Nach 3 Wochen knackte die Kultfortsetzung bereits die 1 Million Zuschauermarke. Das Magazin Der Spiegel blickt nun hinter die Kulissen des Filmdrehs, bei dem Schweiger nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur und Produzent war. Laut Spiegelrecherchen berichten ca. 50 Filmschaffende, die anonym bleiben wollen, von einem Klima der Angst. Die Vorwürfe, Til Schweiger soll auch am Set oft stark alkoholisiert gewesen sein. Angeblich soll er sogar handgreiflich geworden sein. Immer wieder würden Arbeitszeiten überschritten, was die Crew bei diesem Dreh körperlich und psychisch an ihre Grenzen gebracht haben soll. Ist es wichtig, wenn man zusammenarbeiten möchte, dass man, wenn man wahrscheinlich auch auf Promotour ist und so viel Zeit miteinander verbringt, dass man sich mag? Ich mag es lieber, wenn ich mich mit meinem Ensemble streite. Ja, aber jetzt müssen wir ja nicht mehr mit dir drehen. Insofern, ja, jetzt können wir dich lieben. Okay. Es ist ein sehr familiäre Stimmung beim Til Schweiger-Dreh, zum Glück. Wie passt das mit den schweren Vorwürfen des Spiegelartikels zusammen? Til Schweigers Anwältin weist sie als Unterstellung zurück. Auch die Produktionsfirma ist überzeugt, diese Vorwürfe seien überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch. Anlässlich des Spiegelartikels äußert sich auch die Schauspielerin Nora Tschirner zu den Arbeitsbedingungen an den meisten Sets. Sie hatte ihren Durchbruch mit Til Schweigers Film Kein Ohrhasen und sagt jetzt, schlimme Zustände am Set seien ein offenes Geheimnis. Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Und dann müssen wir uns halt irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht. Unter ihrem Post gibt es viel Beifall von KollegInnen. Andere fragen, warum erst jetzt? Auf Nachfrage wollte sich Nora Tschirner nicht weiter äußern. Dass die Zustände an Filmsets teilweise unterirdisch sind, weiß auch Eva Hubert. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Vertrauensstelle Temis. Bei ihr melden sich Betroffene von sexueller Gewalt in der Kultur- und Medienbranche. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass es eine Branche ist, wo man gerne auch feiert, wo sich alle duzen. Hinterher geht man noch zusammen ein Trinken und so. Also da ist es dann auch so schwierig, so eine Grenzziehung zu machen und sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Die Filmbranche sei klein und geprägt von einer Hierarchie. An der Spitze Produzenten und Regisseure. Wir sprechen mit Schauspielkollege Hardy Krüger Junior. Er dreht heute selbst an einem Filmset und kennt das System. Es ist prinzipiell eigentlich so, wir alle einen sehr großen Druck haben und natürlich irgendwie alle abliefern müssen. Und da ist natürlich jeder auch in seiner Verantwortung, das einfach auch irgendwie zu leisten, wofür man gebucht oder was deine Aufgabe ist. Til Schweiger ist schon häufiger wegen seines laxen Umgangs mit Alkohol aufgefallen. Auf einem roten Teppich sagt ein Alkoholtest 0,4. Da kann ich ja noch was trinken. Ja, herrlich. Für Krüger gibt es seit 11 Jahren keinen Alkohol mehr. Ein wichtiger Schritt für ihn. Ich hatte totale Angst davor gehabt, diesen Weg zu gehen, weil ich wusste, das gibt dann auch keinen Weg mehr zurück. Dann muss man halt den Mut haben, diesen ersten Schritt zu machen. Es bleibt die Frage, wie mit solchen Vorwürfen, sollten sie ganz oder teilweise wahr sein, umzugehen sein wird. Ja, da gibt's einiges zu besprechen. Da ist einmal der, nett gesagt, problematische Umgang mit Alkohol und da ist das Verhalten bei den Dreharbeiten. Bei uns sind jetzt Nathalie Stüben, Journalistin, Autorin, Alkoholexpertin und Ilka P. Müller, Leiterin des Berliner Büros der Bunden. Schön, dass Sie da sind. Frau P. Müller, wie geht's für Til Schweiger jetzt weiter? Til Schweiger hat sich sozusagen verschanzt. Er ist geflüchtet nach Mallorca, wo er eine Finca besitzt. Er war noch vorher letzte Woche auf Sylt und ist dann von Hamburg nach Mallorca geflogen. Ja, und lässt jetzt nur noch die Anwälte sprechen. Ich glaube, das ist auch das einzig Richtige in der Situation, weil alles, was er jetzt sagen kann, ist falsch. Also er könnte natürlich die Flucht nach vorn begehen, aber das macht er nicht, sondern bestreitet alles über die Anwälte. Kann er so sein Denkmal retten? Was glauben Sie? Ich glaube, dass das einzig Richtige wäre, wenn er wirklich nach vorne gehen würde und richtig mal Stellung beziehen würde. Aber das heißt ja auch, er müsste reflektieren. Und er müsste auch bei sich anfangen und ganz klar mal sagen,
was ist hier falsch? Und er müsste vor allem auch in seinem Umfeld Leute natürlich haben, die ihm sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Aber er hat natürlich, das zeigt einfach die Branche, viele Ja-Sager auch um sich rum, die einfach ihm nach dem Mund reden. Und er muss einfach wachgerüttelt werden. Diese Zustände, sind die Alltag im deutschen Filmgeschäft oder nur bei Til Schweiger-Filmen? Das Erschreckende ist, dass man wirklich denken würde, das gehört der Vergangenheit an. Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblickt, Dieter Wedel, der war auch sehr verschrien am Set, der Regisseur, der wirklich einen Ruf wie Donnerhall hatte. Oder wenn man nach Amerika blickt, Harvey Weinstein, der dann natürlich durch die MeToo-Debatte hinter Gitter gebracht worden ist. Und, aber wie sich zeigt, ist es wohl immer noch Alltag. Und jetzt haben sich ja viele laut gemacht, aber alle anonym. Wie lange gibt es denn die Gerüchte um diesen möglichen Alkoholprobleme von Til Schweiger? Die Gerüchte halten sich tatsächlich schon länger und einige hinter vorgehaltener Hand. Aber er hat sich auch in der Öffentlichkeit demaskiert, muss man sagen. Also es gab viele Auftritte, wo er talkend auf die Bühne kam, also in der Öffentlichkeit mit Schauspielkollegen vor dem Auge anderer, also kein Geheimnis. Und erst vor 2 Wochen hat er selbst auf Instagram ein sehr, sehr erschreckendes Video gepostet. Also es war helllichter Tag, er war sturzbetrunken. Das konnte man daran erkennen, dass er wirklich nicht mehr geradeaus gucken und nicht mehr geradeaus sprechen konnte. Und auch alles, was er in diese Instagram-Story gepostet hatte, selbst so ein kleines Wort wie mit, da stimmte kein Buchstabe vorne und hinten. Es wurde natürlich kurze Zeit später gelöscht. Aber da sieht man, er muss von anderen vor sich selbst geschützt werden. Nathalie Stüben, Sie sind Journalistin und Buchautorin, haben unter anderem auch das Buch geschrieben, Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens. Wenn Sie diese ganze Geschichte hören, kommen dann Erinnerungen hoch, wie es bei Ihnen war, als Sie getrunken haben? Ja, da gab es, als ich den Artikel gelesen habe, einige Situationen, die mir bekannt vorkamen. Also ohne jetzt über diesen aktuellen Fall zu urteilen. Zum Beispiel diese Blackouts. Blackouts hatte ich. Unzählige. Und ich glaube, was bei einem Blackout ganz interessant ist zu verstehen, Blackout bedeutet nicht, ich trinke so viel, dass ich einschlafe. Blackout bedeutet, ich tue Dinge und sage Dinge, die ich dann am nächsten Tag nicht mehr weiß oder nur noch in Fetzen weiß. Ich tue die und halte die in dem Moment auch für eine super gute Idee. Ich halte es dann für eine super gute Idee, noch Auto zu fahren oder ins Freibad einzubrechen oder so. Aber mein Hirn ist einfach so vergiftet, dass es diese Erinnerung gar nicht mehr bilden und gar nicht mehr abspeichern kann. Und es ist halt auch echt so vergiftet, dass auch ich am nächsten Tag oft wirklich mit Tränen in den Augen, mit einer riesen Scham im Bauch da stand und dachte, was war das so und wer war das? Das kann nicht ich gewesen sein. Ja. Was macht zu viel Alkohol mit Menschen auf Dauer? Alkohol verändert das Wesen. Manche macht er aggressiv, manche macht er feindselig, manche macht er aber auch depressiv oder ängstlich oder eifersüchtig oder anhänglich. Mich hat er total traurig gemacht. Also ich hatte so eine tiefe Traurigkeit in mir, so eine Melancholie und so eine krasse Sehnsucht, so ein Weltschmerz irgendwie. Und ich hatte den so lange, dass ich irgendwann tatsächlich dachte, der gehört zu mir. Und ich glaube, was da tatsächlich wichtig ist zu verstehen, es heißt ja oft so, Alkohol bringt das in Menschen zum Vorschein, was wirklich in ihnen steckt. Ne? Und das ist einfach echt Quatsch. Alkohol baut das Hirn um. Alkohol führt dazu, dass ein Hirn erkrankt. Und dann ist es wirklich zynisch, vor diesem Hintergrund zu sagen, ah, jetzt kommt raus, was wirklich drin steckte. Also ich habe mit Frauen gesprochen, die haben auf Weihnachtsfeiern oben ohne auf Tischen getanzt. So, das war nicht das, was wirklich in ihnen steckte. Und das war auch nicht das, was sie wirklich wollten. Ich habe, wenn ich an meine Alkoholzeit zurückdenke, zum Beispiel andauernd Sex gab mit irgendwelchen Männern, die ich nicht attraktiv fand. Das war auch nicht das, was ich wirklich wollte. So, und das kann ich jetzt sicher sagen, weil ich seit 7 Jahren nüchtern bin und seit 6 Jahren mit einem Mann verheiratet, den ich sehr attraktiv finde. So, und jetzt geht's mir gut. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist das, was ich wirklich möchte. Also vielleicht, um das mal so sinnbildlich zu sagen, Alkohol bringt nicht das wahre Gesicht zum Vorschein. Alkohol deformiert und verzerrt dieses Gesicht. Also Alkohol kreiert einfach eine Fratze. Haben wir denn in Deutschland generell ein Alkoholproblem? Ja, wir haben ein Alkoholproblem. Weil? Also es trinken 9 Millionen Menschen problematisch. Das ist ganz interessant. Man sagt immer so, von den Menschen, die trinken, die entwickeln über den Zeitlauf ihres Lebens hinweg, entwickeln 1/4, 25% ein Alkoholproblem. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man dann sieht, dass über 90% in Deutschland trinken, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das kein Randphänomen ist, keine Randerscheinung, sondern halt ein Massenphänomen. Und je mehr Leute trinken,
desto mehr Menschen trifft es dann halt auch im Endeffekt. Frau Pöbmöller, jetzt können wir noch mal einmal auf Til Schweiger zurück. Wie kann das eigentlich sein, dass so ein Verhalten über Jahre gedeckt wird? Man darf nicht vergessen, dass diese Showbranche sehr klein ist und das geht immer um Abhängigkeiten, gerade in der Filmbranche. Ich kann natürlich auch die Musikbranche nennen oder die Modebranche, aber zum Beispiel in der Filmbranche gibt es nur einige Big Player. Das sind das dann eben Produzenten und Regisseure, die wirklich einen Megaseller ins Kino bringen und da wollen die Schauspieler natürlich mit auf der Leinwand sein. Dahinter steckt Geld und dahinter sind dann die Filmverleiher, die natürlich auch dann auf diese Person setzen. Und das heißt, wenn ich mich als Schauspieler auf einmal laut mache gegen einen dieser Big Player, dann bin ich ja eine Persona non grata, weil dann heißt es erstmal, ach, den stelle ich beim nächsten Mal aber nicht für das Projekt XY ein, weil dann ist der ja wieder der, irgendwie was Schlechtes über mich sagt. Oder viele sind auch einfach natürlich freischaffende Künstler. Da geht es um Existenzen, die haben eine Familie zu Hause. Die drehen vielleicht auch nur einmal im Jahr. Es geht um Geld. Aber wenn die kollektiv jetzt aufstehen würden und sagen, so, das geht so nicht weiter, das würde dann nur kollektiv gehen und nicht einzeln. Weil einzeln wäre man quasi, würde man sich selbstständig begraben, weil man keinen Job mehr bekäme. Genau das ist es, glaube ich. Da ist es wirklich, dass dann eben, man wirklich, im Spiegel waren es 50, die sich aber eben anonym nur kundgetan haben, müssen wirklich die großen Namen der Branche einmal sagen, so geht das nicht weiter, es muss sich etwas ändern und dass dann auch einfach ganz klar der Zusammenhalt da ist und dass es wirklich große Namen sind, die sagen, jetzt reicht es, es muss an der Industrie, an allem generell etwas geändert werden. Natalie Stüben, was würden Sie Til Schweiger jetzt aktuell raten? Ich würde allen Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie einen problematischen Alkoholkonsum haben, tatsächlich raten, mal meinen Podcast zu hören, ohne da jetzt Werbung zu machen. Aber das ist ganz gut, da kann man einfach mal Geschichten hören, viele verschiedene Geschichten von Menschen, die dieses Problem auch hatten und gucken, resoniert da was mit mir. Und ich würde echt raten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen ersten Schritt zu gehen und sich anzuvertrauen, Menschen anzuvertrauen, die einem helfen können. Vielen Dank.